Ja, werte Gäste, wir haben zwar noch ein paar Meldungen von Personen, die aus Italien kommen wollten, Tessin, und da, aber wahrscheinlich sie verspätet haben. Auf alle Fälle, wir fangen jetzt an. Und vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen, und das freut uns sehr. Für uns ist das ja sozusagen das erste Mal, dass wir sowas machen zum Valentinstag und wollten einfach mal sehen, ob das vielleicht gefällt. Wir machen das mit zwei Opernsängern, die normalerweise in Moskau leben, aber auch sehr viel in der Schweiz und in Schweiz und Deutschland auftreten. Und die auch eigentlich schon sozusagen auch im Bolschoi-Theater gesungen haben und haben seit fast 10 Jahren dieses Projekt Open Opera, in dem sie versuchen, klassische Musik dann durch viel Singen, in, egal wo, in Kirchen, in an verschiedensten Orten sozusagen, den Leuten so zu präsentieren, dass man vielleicht sich auch mit der klassischen Musik anfreunden kann, auch wenn man jünger wäre. Und das gelingt ihnen sehr häufig, auch wenn sie dann auf öffentlichen Plätzen singen oder so, weil sie werden es gleich miterleben, die Stimmen sind einfach wunderbar, und ich glaube, das ist denen egal, welchen Alters man ist, das gefällt einfach. Und mich freut sehr, dass wir sie dazu gewinnen konnten, dass sie hier auftreten, weil in den letzten paar Jahren sind sie immer natürlich am Valentinstag in Moskau gewesen und sind aufgetreten. Und jetzt habe ich sie abgeworben, dass sie hier auftreten. Und ich bin sehr glücklich, dass sie jetzt auch so zahlreich erschienen sind, dass das dann ja auch schon mal sehr schön ist. Wir fangen dann an. Forever.
be the best of friends. The music.